Ah, macht Mock und ich mache. Ich mache ihn einmal ganz kurz auf Pause. Es ist immer noch Freitag. Aber jetzt hier auf 1 Milliarde Menschen trinken Red Bull. Ich trinke Red Bull tatsächlich nur am Monaco. Ich trinke Red Bull tatsächlich, wenn ich krank bin. Also ich bin ja auch schon mal krank wie jeder Mensch. Oder wenn ich einen Kater habe, da verrate ich euch einen Trick. Ballert euch 2 Ibuprofen und einen Red Bull und bisschen besser ist dann. Ja, ich habe hier noch ein bisschen weitergemacht. Das zeige ich euch. Dann gebe ich euch im Zusammenhang mit dem Gemälde eine Preview für 3 Gemälde, deren, wo sie ankommen, ist noch nicht klar. Also wo sie landen. Aber ich dachte vielleicht, ich gehe gleich nach oben ins Bett und so, raus aus dem Atelier. Es ist spät, aber ich baller mir Mock, Alter. Ich hoffe, meine Freundin verzeiht mir. Wartet. Ja, das Ding bei dem Bild ist halt, es wird super schwer sein, irgendwo aufzuhängen, weil es ist echt eine massive Metalltür. Es ist fast fertig. Die aktuellen Schritte habe ich einfach nicht gefilmt. Ich muss mal gucken, wie viel davon ich jetzt im Endeffekt gefilmt habe. Ich habe kein zweites Video gemacht. Ich habe hier Outlines heute gezogen. So hier im Pink, so kommt geil. Gefilmt habe ich noch den Mund. Ich habe extra das Blau gelassen. Da sieht man vorher, wie das entstanden ist. Die Kette ist stabil. Ich kann es noch nicht lackieren. Ich werde aber das einmal drüber lackieren müssen, weil das halt verschiedene Farben sind. So, da fehlt noch Highlight. Hier ist schon viel Highlight. Ich habe ein paar persönliche Sachen eingetragen. Jetzt außer, yo, NRW, das sind Grüße. Dann habe ich das ja aufgeschrieben. Dann die Galerie, die wir mal zusammengeführt haben. Ich habe den Namen davon noch. Paloma. Ich muss einmal Pause machen. Wo ist es auf einmal zurückgekommen? Das führe ich jetzt vorsichtig als Brand weiter. Ich habe ein paar T-Shirts gemacht. Die sind schon unterwegs so. Deswegen hier auch nochmal Paloma. Jetzt dachte ich, dann mache ich das erste aus der Serie der 3 Türen, die ich habe. Bisschen so in persönlich. Diese Affen sind ja persönlich. Die sind so eine Art Markenzeichen von mir. Dann habe ich Robot hingeschrieben, mehrfach. Da ist noch ein bisschen Platz für kleine Tags. Da muss ich mir was überlegen. Do It For Love ist von Tupac. 457, so beginnt meine erste Postleitzahl. Ich habe meine polnische Postleitzahl eingetragen, 28500. Dann habe ich noch gemacht 1984, 2009 die Artionets-Gründung, aufgrund dessen, dass ich ein Lil' Kim-Video nicht sehen konnte und einen Account machen musste, um das Musikvideo zu sehen. Ich fand das mit dem Pink schön. Baby, don't cry, keep your head up, habe ich zweimal auf Papier gemalt, aber der Satz ist von Tupac. Ich habe keine Taube gemalt, für die bin ich auch ein bisschen bekannt, weil Paloma ja die weiße Taube war, so war die Idee hinter der Galerie damals. Und Picasso hat seine Tochter so genannt. Das fand ich eigentlich ziemlich cool so. Deswegen bin ich bei dem Brand geblieben oder bei dem Namen und arbeite daran. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann demnächst eine neue Paloma eröffne oder wie ich Paloma und Artionets irgendwann verbinde oder irgendwelches Kapital daraus schlagen werde, in welcher Form auch immer. Im Moment sind das halt meine Hobbys, zusätzlich zu meiner Kunst. Mate steht ja für mich, deswegen fand ich das ganz gut, das relativ groß zu machen. Technisch einfach, aber mit schön bunten, goldigen Akzenten, schön Gold hier so ein bisschen reingeschmiert. Ich spiele ein bisschen mit Spachtel im Moment. Man kann ganze Gemälde mit Spachtel machen. Bei Nipsey habe ich das auch gemacht. Und bei dem Gemälde wollte ich halt vorsichtig die Fläche füllen. Dann dachte ich, da das eine Dreier-Serie ist, so schnell komme ich nicht an eine vierte Tür, mache ich das erstmal so. Schön in Oldschool-Style, diese verrückte Affe. Ich habe extra von dem Grundieren die Läufer gelassen, bin ein bisschen mit Stift rein, an einigen Stellen dann wieder nicht. Dann habe ich Gold mit Rot gemischt, das war noch nicht trocken. Und fand das ganz schön für diese Dreier-Serie so anzufangen. Und
Ich werde das alles lackieren müssen und irgendwann, wenn ich es transportiere, muss man wegen der Metallfläche das dann halt anders transportieren, damit es keine Kratzer gibt. Außerdem wiegt das um die 12 Kilo. Wände tragen das. Wände haben schon mehr getragen. Und ja, das wäre dann halt so das Ding zu zu diesem Gemälde. Aber ich werde es heute noch nicht beenden. Ich werde es heute noch nicht lackieren. Es ist Freitag. Mittwoch 4, Donnerstag 5, 6. Oktober 2023. Ich habe noch so ein paar persönliche Daten halt, wie gesagt, eingetragen. 2019 ist ein wichtiges Datum für mich. 2013 ist für mich ein wichtiges Datum. 1990 ist für mich ein wichtiges Datum. Vielleicht finden sich andere Leute da wieder. 1984 ist für mich ein wichtiges Datum. 2023, das ist halt gerade jetzt und ja, was morgen ist, wer weiß, aber das, was war, das kann man zumindest einmal machen, ne? Im Brandfall, Ventil mit dem Handrand links drehen, Stahlrohr herausnehmen, Schlauch soweit erforderlich abziehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Gut, ich mache morgen noch ein Intro oder so. Ja, ich wollte es halt auch wirklich Graffiti halten. Ursprünglich hatte ich gedacht, ich versuche irgendwelche Leute zu finden, die die Dinger mit mir komplett zutaggen. Aber ich wollte schon Leute haben, die halt aktiv sind. Mich jetzt nicht rangekommen, so auf Schnelle. Und ich habe mit Sime tatsächlich drüber geredet. Aber ja, hat er nicht gemacht, hatte der keinen Bock so. Und dann habe ich es gelassen. Also ich hätte Fahrradkette, ist ja auch egal. Da arbeite ich an einem Gemälde, das ich als Werbung nutzen möchte für Art Neonets, auch wenn ich noch nicht weiß, wo ich es hinstelle. Das sind so drei Sprühdosen, da muss ich gucken, ob ich die überarbeite in so drei Affen oder einfach drei Dosen mache. Ja, ich habe am Anfang zu schlimm rumgesaut und musste dann voll viel reparieren. Ja, aber manchmal bekommt mich das. Und dann kommt da noch ein vor der Homies rein mit Doppel-IS. Und dann sind da auch schon ein BMX und ein Skateboard, ne? Und das, weil die meisten Art Unit Sachen, jetzt abgesehen von meiner eigenen Kunst, ist ja so Homie-Scheiß, so einfach mal Graffiti für alle mitfilmen. Ja, und das mögen ja dann halt viele so. Und dann geht das halt jetzt weiter in die Richtung. Wenn jetzt komplett Hate gewesen wäre, wäre komplett Hate. Hätte man mit leben müssen, aber so ist cool so. Ich freue mich, viele andere Leute freuen sich. Nipsi bin ich gar nicht dran gegangen. Ich hatte ein übles Problem heute. Internet hat gesponnen. Naja, aber so sieht das jetzt aus. Wollt ihr noch eine Preview? Preview. Trocknet. Kann man nicht weiterarbeiten. So, einmal so diese. Einmal so der Affe auf Tür 1 oder so. Ich habe diese Liquid gemacht. Das muss trocknen. Aber ich habe das Handy nicht so benutzt, weil ich benutze es heute als Router. Irgendwie das Internet spinnt. Alter, geht mir voll auf den Sack. Und Tierstar, Mock und Bruce waren online. Das hat noch super funktioniert. Dann war nur noch Mock und Tierstar online. Hat eine halbe Stunde gedauert. Dann habe ich einfach das Handy genommen. Und die letzte halbe Stunde noch mitgekriegt, also war ich schon sehr angeärgert, dass ich das nicht sehen konnte. Hier seht ihr, das braucht 12 Stunden, vielleicht gehe ich noch mit einer Schicht drüber. Ja, und hier habe ich jetzt noch sehr viel Pink ergänzt, so. Das habe ich schon erzählt. Hier läuft die Farbe halt noch runter. Die braucht eine halbe Stunde, dann habe ich mit demselben Dingen halt noch Sachen ergänzt so. Ist ein bisschen schwieriger als mit Pinsel. Du musst halt drücken, gucken, dass du unten Tropfen hast und dann machst du so. Ja, aber diese Tropfen müssen trocknen. So, der Rest ist auf jeden Fall erstmal sehr stabil weiter. Hier will ich noch ein bisschen machen. Irgendwas Cooles hinschreiben. Irgendwas, wo ich sagen kann, das ist auf jeden Fall. Da das erste Bild so Richtung persönlich geht, die Affen, habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt, ich habe
zweimal im Schloss Herten am Kunstmarkt teilgenommen. Ich weiß nicht, wann das erste Mal und wann das zweite Mal. Vielleicht 17, 18 oder ja, 17, 18, weil 19 war das in der Kaue dann. Also in der Ewald. Also ich habe dreimal am selben Kunstmarkt teilgenommen, der hieß Artvent. Den gibt es nicht mehr. So eine Agentur hat den mal gekauft. Beim ersten Mal war es noch nicht über diese Agentur, beim zweiten Mal war es über die Agentur und beim dritten Mal auch, glaube ich. Dann war das in der Kaue von der Zeche Ewald. War jetzt halb so schlimm, so Flohmarkt für Kunst und dann hängst halt deine Gemälde auf. Sind natürlich ganz andere Preise, als du auf dem Flohmarkt machen würdest. Und ich habe auch jedes Mal verkauft und Geld mitgenommen, so. Aber war schon echt anstrengend. Also auf dem Kunstmarkt zu stehen, so 2 Tage, 8 Stunden, ist voll hart. Du wartest, dass jemand kommt, mit dir redet und so ein Scheiß. Kommt jemand, der redet, der kauft nichts, Alter, labert dich nur zu, dass der auch mal irgendwie, keine Ahnung, im Schloss war noch anders und in der Kaue. Ohne dass ihr mich jetzt missversteht, erzähle ich gleich. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wie die Farbe läuft. Und dann erzähle ich euch die Unterschiede. Ergänzt habe ich noch 4 Sterne. Das ist was Besonderes wegen 4 Jahren, die wichtig sind. Aber das passt auch ganz gut zu dem Tupac-Spruch von Do It for Love. Da ist noch ein großer Stern, der muss ausgearbeitet werden, wenn die Farbe zu Ende gelaufen ist. Und ja, jetzt ergänzt sich die Nummer zu dem Nummer mit dem im Unterschied zwischen dem Schloss und zu Kaue.